Kommenden Samstag jährt sich eines der schlimmsten Verbrechen der Zweiten Republik, die sogenannte Backerbsen-Affäre. Im Mittelpunkt dieses Verbrechens stand damals ich gemeinsam mit anderen Freunden. Unser Vergehen war es, dass wir uns mitten im Lockdown ein Menü in der Voralpenstube in Kaumberg bestellt haben und während wir darauf gewartet haben, haben wir es gewagt, ein Bier zu trinken. Polizeieinsatz, nachfolgende Gerichtsverhandlung. Man hat mich durch die Medien geprügelt, ZIP 1 bis 5 war aufgeschalten. Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut daran. Und das war beispielhaft dafür, wie man einerseits durch die Regierung einen tiefen Keil in die Gesellschaft getrieben hat und auf der anderen Seite unsinnigste Maßnahmen verhängt hat, die heute keiner mehr begründen kann. Und genau das nehmen wir zum Anlass am kommenden Samstag, dem 26. um 16 Uhr in der Voralpenstube Kaumberg bei Backerbsensuppe und Wiener Schnitzel und natürlich einem Bier über all das zu sprechen. Ich würde mich freuen, euch auch dort zu treffen. Wird ein schöner Nachmittag werden.